Eine weiße Frau brachte im Krankenhaus ein schwarzes Baby zur Welt und setzte es sofort aus. Das Personal war ebenso schockiert wie entsetzt. Aber das, was eine Krankenschwester dann tat, war noch viel überraschender. Wenn man in der Entbindungsstation eines Krankenhauses arbeitet, sieht man viele Menschen kommen und gehen. Da gibt es neugeborene Eltern, die sich auf die bevorstehende Geburt freuen, Mütter, die zum ersten Mal entbinden und nervös sind, erfahrene Mütter, die froh sind, ein weiteres Kind in ihrer Familie aufzunehmen und aufmerksame Väter, die bereit sind, ihre Frauen auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen. Als eine weitere Frau zur Entbindung kam, dachte sich niemand etwas dabei. Es war ein ganz normaler Tag, an dem eine scheinbar ganz gewöhnliche Patientin das Krankenhaus betrat. Die Frau war allein gekommen und sah ziemlich nervös aus. Im Krankenhaus gab es keine Unterlagen über sie und das Personal war ein wenig verwirrt darüber, wer sie war und warum sie gerade diese Klinik für die Entbindung gewählt hatte. Sie erfuhren nicht viel über sie, nur dass sie eine weiße Frau war, die im 9. Monat schwanger war und bald entbinden würde. Die Frau wirkte ein wenig ängstlich, denn es war offensichtlich das erste Mal, dass sie entbinden wollte. Als das Personal versuchte, mehr über sie zu erfahren, schien sie nicht sehr gesprächig zu sein. Sie beantwortete alle Fragen mit so wenig Worten wie möglich und sie wirkte völlig abwesend. Es schien, als ob sie am liebsten irgendwo ganz anders sein wollte. Schließlich setzten bei der geheimnisvollen Frau die Wehen ein. Das Team versammelte sich um sie und bereitete sich routiniert auf den Geburtsvorgang vor. Als die Frau um Schmerzmittel bat, um die sehr starken Schmerzen ein wenig zu betäuben, versorgte das Krankenhauspersonal sie pflichtbewusst und machte sich an die Arbeit, das Kind auf die Welt zu bringen. Die geheimnisvolle Frau presste kräftig und Millimeter für Millimeter kam schließlich der Kopf zum Vorschein. Doch das Personal war irritiert und beunruhigt. Etwas war eindeutig sehr ungewöhnlich an dieser Geburt. Schließlich war das Baby geboren worden, ein kleiner Junge. Er war gesund und kräftig und es gab zunächst nichts, was das Krankenhauspersonal am Zustand des Kindes beunruhigte. Aber es gab ein Problem, über das sich viele Leute den Kopf zerbrachen. Die Mutter war nämlich weiß, aber das Baby war schwarz. Seine Hautfarbe hätte nicht weiter von der seiner Mutter entfernt sein können. Was niemand wusste, war, dass die Mutter des Babys ihren Ehemann mit einem Schwarzen betrogen hatte. Der Mann der Frau aber dachte, dass das Kind von ihm sein würde. Und man kann sich leicht vorstellen, was für ein riesiger Stress die ganze Schwangerschaft für die geheimnisvolle Frau gewesen sein musste. Aber sie hatte einen Plan. Es war vielleicht kein guter oder moralisch akzeptabler Plan, aber es war ein Plan. In der Nacht, nur wenige Stunden nach der Geburt, schlich sie sich aus dem Krankenhausbett und verschwand spurlos. Dabei ließ sie ihr neugeborenes Baby ganz allein zurück. Sie würde ihrem Mann sagen, dass das Kind während der Geburt gestorben war und sie es nie gesehen hätte. Als am nächsten Morgen mehr Personal auf die Station kam, bemerkten sie, dass etwas nicht stimmte. Die Mutter des schwarzen Babys war nirgends zu finden. Sie durchsuchten die ganze Station nach ihr und weiteten schließlich ihre Suche auf den Rest des Krankenhauses aus, aber sie hatten kein Glück. Die Mutter blieb verschwunden. Sie hatte es sogar geschafft, die meisten Sicherheitskameras zu umgehen. Sie hatte ihr kleines, hilfloses Baby völlig im Stich gelassen und war spurlos verschwunden. Und dies war noch nicht das Ende des Dramas, denn der Gesundheitszustand des Babys hatte sich verschlechtert. Obwohl der kleine Junge bei der Geburt gesund und munter war, stellte sich heraus, dass er Probleme mit der Atmung hatte und nicht genug Sauerstoff bekam. Die Krankenschwestern brachten ihn auf die Intensivstation, wo die Ärzte hart daran arbeiteten, ihn zu stabilisieren und ihm beim Atmen zu helfen. Es stand eine Weile auf Messers Schneide und niemand rechnete damit, dass das arme Kind überleben würde. Aber wie durch ein Wunder erholte es sich langsam. Dies war eine glückliche Wendung der Ereignisse für ein Baby, das in seinem kurzen Leben schon so viel durchgemacht hatte. Als der Junge nach diesen steinigen und anstrengenden Tagen endlich wieder stabil war, wurde er auf die Entbindungsstation zurückgebracht. Aber er war immer noch nicht über den Berg. Medizinisch gesehen war er wieder völlig gesund, aber jetzt stellte sich die Frage, was mit ihm als nächstes passieren würde. Er hatte kein Zuhause, keine Mutter, die ihn haben wollte, und das Personal war ehrlich gesagt ratlos, was es tun sollte. Sie konnten ihn nicht ewig auf der Entbindungsstation lassen, es gab schließlich andere Babys, die das Bett viel dringender brauchten. Also beschlossen sie, den kleinen Jungen in ein Bettchen in der unteren Etage der Station zu verlegen.
Das Krankenhaus setzte sich mit dem Sozialdienst in Verbindung und überlegte nun, welche Möglichkeiten es gab. Er könnte in ein Waisenhaus kommen, wo er aufwachsen und schließlich adoptiert werden sollte. Das war nicht ideal, denn ein Waisenhaus ist nicht der beste Ort für ein Kind. Oder er könnte zunächst in einer Pflegefamilie untergebracht werden, zu der er sich vielleicht hingezogen fühlen würde, doch auch sie würden ihn schließlich wieder weitergeben und so verlöre er erneut sein Zuhause. Auch dies wäre keine ideale Lösung. Seine Chancen auf ein glückliches Leben schienen sehr gering. In der Zwischenzeit kümmerten sich die Krankenschwestern um den kleinen Jungen und versorgten ihn mit so ziemlich allem, was eine Mutter ihm geben sollte. Sie sprachen mit ihm, spielten mit ihm, fütterten ihn, sahen nach ihm und beschlossen, so lange auf ihn aufzupassen, bis sie sich über die nächsten Schritte klar geworden waren. Ein paar Krankenschwestern blieben sogar über Nacht bei ihm, um an seinem Bettchen zu schlafen und ihm das Gefühl zu geben, nicht ganz allein zu sein. Er war noch sehr jung und sie befürchteten, dass er tief in sich auf einer grundlegenden Ebene das Gefühl entwickeln würde, dass er nicht dazugehört. Dies würde schlimme Folgen für sein ganzes Leben haben. Aber es gab eine Krankenschwester, die aufmerksamer war als alle anderen. Sie bemühte sich, dem kleinen Jungen zu helfen und verbrachte ihre Pausen und ihren Feierabend damit, ihn zu versorgen oder einfach nur mit ihm zu plaudern. Die Krankenschwester kam sogar an ihren freien Tagen, nur um den kleinen Jungen zu sehen. Sie liebte seine großen dunklen Augen, sein breites, zahnloses Lächeln und seine verspielte Art. Sie war diejenige, die der kleine Junge als eine Art Mutterfigur ansah. Er lachte und lächelte, wenn sie den Raum betrat und weinte, wenn sie ihn verließ. Wenn die anderen Mitarbeiter Probleme mit dem Jungen hatten, er nicht zur Ruhe kam oder nicht gefüttert werden wollte, riefen sie nach genau dieser einen Krankenschwester, die sofort zur Hilfe eilte. Es war, als wäre sie eine Babyflüsterin, die sich um ihn kümmerte und ihn mit allem versorgte, was er brauchte. Eines Tages, als sie sich um den kleinen Jungen kümmerte und ihn gerade fütterte, begann sie zu träumen. Sie stellte sich vor, wie sie mit ihm leben würde, wie sie ihn als ihren Sohn aufziehen und ihm eine Chance geben würde, eine, die er wirklich verdiente. Doch schnell schüttelte sie den Kopf, denn sie wusste, dass es nur ein Traum war und dass ihr Mann das nicht so sehen würde. Sie befürchtete auch, dass er wegen der Hautfarbe des Babys ein Problem sehen würde. Aber als sie ihrem Mann die ganze lange und tragische Geschichte erzählte, erlebte sie die wunderbarste und schönste Überraschung ihres ganzen Lebens. Denn auch ihr Mann wollte sich gern um den kleinen Jungen kümmern, in den sie sich so verliebt hatte. Und er wollte ihn vielleicht sogar adoptieren. Das Ehepaar war selbst nie in der Lage gewesen, eigene Kinder zu bekommen, obwohl sie es sich beide so sehr gewünscht hatten. Sie hatten es immer und immer wieder versucht, aber nie war sie schwanger geworden. Es war fast grausam, dass sie als Krankenschwester auf einer Entbindungsstation arbeitete und ständig schwangere Frauen sah. Wie oft hatte sie Frauen angesehen und sich danach gesehnt, in ihrer Lage zu sein und selbst Mutter werden zu können. Und jetzt hatte sie endlich diese Gelegenheit. Die Krankenschwester war überglücklich und sie und ihr Mann begannen sofort mit dem Adoptionsverfahren. Es dauerte dennoch mehrere Monate und alles hätte vollkommen entgleisen können, wenn doch noch die echte Mutter des Babys zurückgekehrt wäre. Aber wie alle es vorausgesagt hatten, sahen sie die geheimnisvolle Frau nie wieder. Und so wurde das Baby, nachdem alle rechtlichen Formalitäten erledigt waren, schließlich zum Kind der glücklichen Krankenschwester und ihres Mannes. Sie nannten den kleinen schwarzen Jungen Mark und zogen ihn liebevoll auf. Als er alt genug war, um es zu verstehen, erklärten sie ihm seine Geschichte. Denn es hatte keinen Sinn, Mark zu belügen, und sie wollten, dass er wusste, warum er anders als seine Eltern aussah und woher er kam. Es war das Richtige, dies zu tun. Zum Glück wuchs Mark zu einem starken, liebevollen und hilfsbereiten jungen Mann heran, der dank der Krankenschwester und ihrem Mann endlich die Akzeptanz im Leben bekam, die ihm seine leibliche Mutter nie gegeben hätte. Jetzt bist du an der Reihe. Was hältst du von dieser unglaublichen Geschichte? Wie hättest du reagiert, wenn du den armen, verlassenen Jungen gefunden hättest? Also hinterlasse uns deine Gedanken und Meinungen unten in den Kommentaren.